Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnapp.de. Mein Top-Thema heute, Verkäufertricks, auf die Sie nicht reinfallen sollten. Ich war jahrelang im Möbelhandel tätig und habe unter anderem über 100 Verkäufer ausgebildet und denen Tricks beigebracht. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich heute rede. Was will ein Verkäufer? Ein Verkäufer will Geld verdienen. Das tut er, indem er viel Umsatz macht. Damit kriegt er eine hohe Provision und damit hat er eine tolle Stellung im Unternehmen. Haben Sie irgendwas von Kundenwünschen befriedigen gehört? Von Kundeninteresse? Nein, das kommt ganz weit hinten. Eine gesunde Skepsis gegenüber Verkäufern ist im Möbelhandel durchaus angebracht. Ich zeige Ihnen jetzt 5 Dinge, auf die Sie nicht reinfallen sollten. Erstens, ich nehme mal mein Konzept mit. Preisreduktionen, Rabatte und Reduzierungen. Beispiel dieser Glastisch. Wie mache ich es? Ich schaue mir an, wie der Regulärpreis ist. Ist der realistisch? Hier 150 Euro für den Tisch, würde ich sagen, realistisch. Wie ist die Reduzierung im Verhältnis? 111 Euro realistisch. Würde hier 49 Euro stehen, wäre ich schon wieder skeptisch. Gibt es einen Spargrund? Hier, rote Schilder heißen bei uns, Ware muss weg, dazu lange da, also Altware, realistisch. Wenn es nur ein Sonderangebot ohne Grund ist, bin ich auch schon wieder skeptisch, weil warum soll der Möbelhändler was verschenken? Zweitens. Ich interessiere mich zum Beispiel für dieses Sofa. Jetzt sagt der Verkäufer, oh, da müssen Sie sich schnell entscheiden. Die Aktion läuft nur noch bis morgen Abend. Und jetzt soll ich mich entscheiden? Nur weil die Aktion ausläuft? Nein, die Aktion wird verlängert. Wenn Sie 2 Tage später anrufen, bekommen Sie den gleichen Preis. Fallen Sie darauf nicht rein. Lassen Sie sich mit einer zeitlichen Begrenzung nicht unter Druck setzen. Drittens, Pseudomarken. Hier auf dieser Garnitur steht die Marke Valorama oder Valorama, irgend sowas dran. Das ist kein Hersteller. Das ist eine Pseudomarke der XXX Lutz Gruppe. Sie wissen nicht, wer die Ware produziert. Das kann ein Chinese sein, ein Pole sein oder ein deutscher Markenhersteller wie Willy Schillig hier. Aber Sie wissen es nicht. Und nur der Hersteller haftet für das Produkt. Also ich würde keine Pseudomarke kaufen, denn ich will wissen, von wem die Garnitur ist oder das Sofa ist, worauf ich sitze. Viertens, der Verhandlungstrick, nehme ich Ihnen mal, zeige ich Ihnen bei dieser Garnitur. Ja, Sie haben Interesse an dieser schönen Himola-Garnitur, die kostet bei uns 2490 Euro. Sie sagen zum Verkäufer, hören Sie zu, das ist über meinem Budget. Mein Budget endet bei 2200 Euro. Für 2200 Euro würde ich die Gruppe kaufen. Jetzt kommt der Verkäufer und sagt, oh, da habe ich großes Verständnis dafür. Das ist ja auch viel Geld. Ich kann das aber nicht entscheiden, das überschreitet meine Kompetenz. Passen Sie auf, ich schalte jetzt für Sie meinen Vertriebsleiter oder Abteilungsleiter ein und versuche das Beste für Sie rauszuholen. Geben Sie mir 5 Minuten Zeit. Verkäufer verschwindet, nach 5 Minuten kommt er und sagt, ich habe gekämpft wie ein Löwe für Sie. Wir können Ihnen einen Nachlass geben. 2350 Euro, mehr ist nicht drin. Ich habe alles gemacht, was geht. Die Zustimmung zu diesen Vorschlägen ist allgemein groß. Was ist passiert? Ihnen wurde ein Schauspiel vorgemacht. Der Verkäufer ist zumeist nur hinterm Vorhang verschwunden und hat seine eigenen Mittel ausgereizt. Denn Sie müssen wissen, je mehr Rabatt er gibt, desto weniger Provision bekommt er zumeist. Fallen Sie auf solche Spielchen nicht rein. Der 5. Trick ist, ja, Sie haben gesagt, mich interessiert dieser Sessel. Oh, könnte ich mir vorstellen, ich muss aber noch mal drüber schlafen. Ich kann mich heute nicht entscheiden. Mag natürlich kein Verkäufer, er will ja heute verkaufen. Er sagt, passen Sie auf, ich habe einen Vorschlag. Ich reserviere unverbindlich für Sie diesen Sessel. Wir machen einen Pseudo-Auftrag oder wir machen eine Reservierung. Sie geben mir Name, Adresse, Telefonnummer und rufen mich dann bis morgen, übermorgen, nächste Woche an, ob Sie den Sessel wirklich nehmen. Sie stimmen dem zu. Nein, stimmen Sie nicht zu, denn der Verkäufer will mit diesem Trick nur dazu kommen, dass der Auftrag gültig bleibt. Denn 2/3 aller Kunden trauen sich nicht, im Nachhinein abzusagen. Und dann haben sie die Ware an der Backe, die sie vielleicht gar nicht wollten. Bei dem Sessel wäre es kein Problem, weil der ist ja super. Fazit: Ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber Verkäufen ist durchaus angebracht. Achten Sie auf die Marke der Ware, denn nur die steht für die Qualität und auf den absoluten Preis, nicht auf Pseudorabatte. Und vergleichen Sie selbst. Gehen Sie auf Recherche. Im Internet ist es ganz leicht möglich. Und fordern Sie auch aktiv ein faires Verhalten ein. Denn die meisten Verkäufer sind eigentlich ganz nette Leute. Es gibt eine Alternative für Sie. Profischnapp.de.
Ihr Online-Outlet für Markensofas. Bei uns gibt es keine Pseudorabatte, keine Spielchen. Wir verkaufen nämlich nur echte Schnäppchen und diese zu ganz fairen Angeboten. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas, freut sich, wenn Sie bei uns auf der Seite unter Neuheiten diese regelmäßig checken. Hier nach Empfingen kommen 72186 Empfingen zwischen Schwarzwald und Schwäbische Alb, 50 Kilometer südlich Stuttgart. Und wenn Sie uns mögen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dankeschön und tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.